Hallo, ich stehe hier mit Albert Stegemann. Albert, du bist agrarpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, also mit dem Thema Landwirtschaft befasst, bist von Hause aus Landwirt. Genau. Und jetzt gibt es ja mindestens ein Thema, das die Gemüter sehr erregt, das ist das Insektenschutzgesetz. Oh ja. Worum geht's da? Was soll da geregelt werden? Naja, wir müssen ein bisschen früher anfangen, um die ganze Genese nachvollziehen zu können. Ursprünglich ging es natürlich wirklich darum, die Insekten zu schützen. Allerdings hat sich das Umweltministerium hier ein Stückchen weit vergaloppiert, hat mit dem API, also schon relativ früh, als Ankündigung der Bundesregierung relativ weitgehende Ambitionen in diesem Bereich und leider ist alles auch nicht zielführend, weil Landwirtschaft hat zwar einen Einfluss auf die Artenvielfalt, das ist gar keine Frage, aber der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat gesagt, okay, beim Artenrückgang spielt Landwirtschaft eine Rolle und zwar zu 23%. Aber eben dieses Insektenschutzprogramm der Umweltministerin zielt zu 100% auf die Landwirte ab und da haben wir als Agrarpolitiker gesagt, also das kann so nicht bleiben. Wir wollen unserer Verantwortung auch nachkommen, aber wir müssen es eben so machen, dass wir die Landwirte mitnehmen und dass wir sie dort nicht alleine lassen. Und deswegen müssen wir noch deutliche Verbesserungen vornehmen. Die Landwirte machen ja schon viel. Vertragsnaturschutz ist da der Weg und ich glaube auch der Schlüssel. Also was ist die Kritik und was sind die Maßnahmen der Union? Genau das ist der Punkt. Also wir haben in vielen Bundesländern, haben wir wirklich, in Niedersachsen gibt es den niedersächsischen Weg. Wir haben in Baden-Württemberg ganz tolle Kooperationsmodelle. Wenn wir natürlich jetzt hier bundesseitig mit Ordnungsrecht kommen, dann sind diese Kooperationsmodelle, die ja in die Zukunft weisen, das sind ja Dinge, die wir wollen. Wir wollen Anreize anstatt Verbote. Dann machen wir die unter Umständen kaputt. Und deswegen muss sichergestellt werden, dass diese Kooperationsmodelle nicht in Gefahr gebracht werden und daran arbeiten. Ganz konkret haben wir gemeinsam mit der Bundeskanzlerin bewirken können, dass es zum Kabinettsbeschluss eine Protokollerklärung gibt. Und dort haben wir diese Punkte konkret niedergeschrieben. Und jetzt sind wir dabei, das gemeinsam mit den Umweltpolitikern so auszugestalten, dass es auch in unserem Sinne und dass es auch förderunschädlich für diese Länderprogramme funktionieren kann. Jetzt ist Frau Schulze als Gesprächspartner jetzt nicht immer so dialogbereit. Glaubst du, ihr könnt sie überzeugen? Und zweitens, wie ist der weitere Fahrplan der parlamentarischen Beratung und des Gesetzes insgesamt? Also wir stehen natürlich auch mit dem Umweltministerium im Kontakt, aber natürlich läuft hier vieles auch übers Kanzleramt. Und deswegen bin ich auch so froh und so dankbar, dass die Bundeskanzlerin sich selbst eingeschaltet hat. Wir hatten ja noch mal ein Gespräch oder sie hatte ein Gespräch mit den ganzen Landesbauernverbänden und mit allen anderen entsprechenden Verbänden. Und sie wird sich auch einbringen, auch in das parlamentarische Verfahren und wird eben auch versuchen, dass wir wirklich vorankommen und dass nicht diese aufeinanderfahrenden Züge sich sozusagen gegenseitig blockieren, sondern dass wir wirklich das erreichen, was wir wollen, dass wir wirklich beim Thema Insektenschutz weiterkommen, aber dass wir das eben so ausgestalten, dass wir die Landwirte mitnehmen und ihre guten Kooperationsmodelle nicht gefährden. Aber was mir nochmal ganz wichtig ist, ist, dass wenn es dazu kommt, dass wir in Eigentum eingreifen, also wenn wir zum Beispiel diese FFH-Gebiete, ist ja ein ganz großes Thema, ich weiß nicht, ob du in deinem Wahlkreis FFH-Gebiete hast, da gibt es ja auch ganz konkret Bewirtschaftungsauflagen. Und wir sagen, wenn es hier zu Bewirtschaftungsauflagen kommt, dann müssen diese eben auch ausgeglichen und entschädigt werden. Das war immer unser Anspruch. Dafür fehlt jetzt noch die gesetzliche Grundlage. Aber auch das haben wir in dieser Protokollnotiz. Das klingt etwas technisch, aber das hat schon politisch Gewicht. Das haben wir dort auch umsetzen können. Und die Kanzlerin hat uns versprochen, uns in diesem Punkt zu unterstützen. Also Leistung muss sich lohnen, der Wahlspruch der Union auch bei der Landwirtschaft. Leistung muss sich lohnen und nochmal Anreize vor Verbote. Und das ist das, was uns wichtig ist und so müssen wir auch Insektenschutz gestalten. Aber nochmal, wir müssen dann eben auch, ich will jetzt nicht mit dem Finger auf andere zeigen, aber wir müssen natürlich auch die Themen Lichtverschmutzung, andere Emissionen, die es eben auch gibt, Versiegelung. Es kann nicht sein, dass in jedem Vorgarten nur noch mit Kies gearbeitet wird, nur noch mit irgendwelchen Steinskulpturen, sondern es muss tatsächlich auch mehr Grün in die Vorgärten kommen, mehr Grün in die Stadt. Das sind Dinge, die für unsere Insekten mindestens genauso wichtig sind. Da müssen wir in Zukunft auch mehr Wert drauf legen. Und dann glaube ich, dass wir bei dem Thema auch wirklich konstruktiv vorankommen. Also gute Lösungen sind das Ziel. Danke, Albert, für deine Einschätzung. Ja, sehr gerne.